Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 mit dem Südpfalz-Projekt. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei seid. Und ja, in der letzten Folge haben wir hier so ein bisschen, ja, mehr oder weniger Mischration hergestellt. Wir haben die Kühe aber mit Wasser und mit, ja, Futter versorgt. Sieht aktuell so aus. Wir werden auf jeden Fall eine Mischration nochmal herstellen. Produktivität haben wir 80%, das ist ganz okay. Wir haben ausreichend Stroh, Wasser, Sauberkeit ist auch gegeben. Und werden in der heutigen Folge uns mit dem Thema Gras beschäftigen. So, ich springe mal kurz hier durch die Fahrzeuge. Da habe ich nämlich schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich hier einmal den Deutz soweit klar gemacht mit einem Mähwerk und dann hier mit dem, was ist denn das hier? Mit dem Lelly hier zum Bahnenlegen, wo wir dann mit dem Bergmann dann hier mit dem Ladewagen dann auch das Gras abfahren können. So, wir machen mal soweit alles startklar hier. Ich guck mal gerade kurz, welches Feld uns denn alles hier gehört. Ich glaube, das gehört uns auch komplett hier. Ich glaube, hier können wir direkt loslegen. Ja, jetzt werden wir wieder hupen. Ist mir jetzt erstmal egal. Ja, ist doch okay, Mann. Oh, fahr doch vorbei hier. Komm. Und diese Leute hier, ne? Jetzt erstmal alles ausklappen hier. Schalten wir mal um hier. Oh. Ist natürlich ein Riesengerät hier. Ja, genau. Back dich da ruhig durch. Passt schon, ne? So. Jetzt werde ich erstmal das Mähwerk gleich noch einschalten. Kurz hier Mähwerk aufklappen und dann werden wir direkt hier gleich Bahnen zusammen packen, heben ist unten, X ist einschalten, B war einschalten, so rum. So, Gerät ist an, schalten wir mal auf das hintere Ding, Schwader senken, B auch einschalten und dann fahren wir jetzt erstmal lang hier. Ja, wir werden erstmal eine ordentliche Tour drehen hier und werden hier jetzt erstmal quasi dafür sorgen, dass hier alles dann auch in den Bahnen abgelegt wird. Wir haben ja ein riesen Feld hier, was wir quasi abernten können. Und was? Kein Zugang zu dem Land? Das gehört uns nicht. Okay, von mir aus. So, und wenn jetzt erstmal hier die ganzen dementsprechenden Bahnen abfahren, damit wir hier auch genug Gras haben, weil Gras benötigen wir auch noch für unsere Kühe. So. Was war dazu hier? Da legt er das direkt schon in Bahnen ab und da können wir das dann gleich direkt dann auch abfahren mit unserem Ladewagen. Ja, ich weiß, ich habe keinen Zugang zu dem Land. So. Ja. Ich glaube, ich sollte hier anders fahren. Erstmal wieder eine Bahn abgelegt. Fahren jetzt hier nochmal das Gras ab hier. Ist echt eine Sisyphus-Arbeit, aber ist halt so, ne? Vielleicht sollte ich auch mit mehreren. Vielleicht sollte ich auch erstmal hier lang fahren. Ich glaube, mit Breitreifen hier lang zu fahren, ist, glaube ich, auch keine gute Idee. Auf jeden Fall haben wir hier genug Gras, was wir hier auf jeden Fall abfahren können. Wir brauchen noch Heu dann dementsprechend. Also auf jeden Fall jede Menge Sachen, die wir noch benötigen, damit es unseren Kühen da auch besser geht. Drehen wir ein hier.
hier auch nochmal lang. Wobei das Mähwerk jetzt nicht groß ist. Aber ihr seht oben rechts, wir haben wieder ein bisschen Geld. Das hat natürlich damit zu tun, dass ich auch ein paar Sachen hier wieder abgefahren habe. Aus dem Silo bis auf Hafer ist jetzt alles weg. Und so sind wir dann auch ein bisschen hier an Einnahmen gekommen, um halt zumindest ein bisschen Geld zu haben. Ne? So. Ist natürlich jetzt nicht die optimale Arbeitsbreite, aber ja, will man machen, ne? Das Gute ist, wir legen uns die Bahn dann dementsprechend hier schön dick ab, dass wir dann auch hier mit den Ladewagen dann auch später langfahren können. Das ist ja erstmal das kleine Feld hier. Da gibt es ja noch ein viel, viel größeres. Da müssen wir stehen lassen. Da können wir hier auch nochmal abfahren. So. Vielleicht hätte ihr echt andere Bereifung nehmen sollen. Vielleicht Pflegebereifung. Wäre, glaube ich, nicht verkehrt gewesen. So, jetzt geht es hier noch ein Stückchen raus. Zumindest brauchen wir dann hier auch nicht alles doppelt abfahren. Und das Gras, das wächst ja relativ schnell nach, ne? Oder ich fahre nächstes Mal mit einem Doppelmähwerk. Ich habe, glaube ich, nur sogar noch eins da. So, dass wir dann da vielleicht auch nochmal ein bisschen was quasi mehr einfahren. Später macht dann auf jeden Fall vielleicht mal Sinn, diesen großen Krone mehr zu nehmen, aber der kostet halt richtig viel Geld. Und der hat da auch die optimale Arbeitsbreite, ne? So. Und das Teil hier, wie gesagt, ja.
So, jetzt fahren wir nochmal eine Bahn und dann gucken wir mal, wie viel Gras wir, Gras wir haben. Lenken wäre nicht verkehrt. So, jetzt haben wir sie ja festgefahren hier, das war auch wieder klar. Wir drehen uns einmal im Kreise. So. Macht natürlich total Sinn. Jetzt bleiben wir wahrscheinlich wieder hängen hier. Nö, jetzt geht's. So. So. Jetzt fahren wir mal hier gerade drüber, damit wir das hier gerade einmal ablegen. Jo, sieht gut aus. Und dann schalten wir das Gerät gleich mal aus, wenn wir die eine Bahn jetzt hier gleich noch fertig gefahren haben. Wir fahren das Ganze mal mit dem Ladewagen hier ab. Und das große Feld da, das mache ich dann noch ein bisschen offline. Ihr müsst ja jetzt nicht sehen, wie ich hier 3 Stunden lang rumfahre. Mehr oder weniger qualifiziert, je nachdem. Um jetzt hier das Gras abzuernten, gehört natürlich auch mit hinzu, klar. Aber auf Dauer die ganze Zeit nicht nur beim Grasmähen zuzusehen, ist, glaube ich, auch sehr, sehr interessant. Denn wir wollen ja hier auch ein bisschen vorankommen mit unserem Hof hier. So, hoch. Zusammenklappen. So, schalten wir auch mal aus hier, das Ding. Das vordere können wir hier mal ab. Hängen. So. Den packen wir mal hier hin. Jetzt hole ich mir mal den Ladewagen und fahre hier mal ab. So, mit dem schönen Bergmann hier. So, die Schilder stehen noch alle hier. Da wieder. Ja, ist klar. So, ja, ist doch gut, Mann. Pickup senken, Ladewagen anschalten. Und dann fahren wir den Kram jetzt hier mal ab. Ja, hat sich ja voll gelohnt hier. So. Weiß, ich habe keinen Zugang zu dem Land. So. Jetzt fahren wir mal die etwas größeren Teile hier ab. Der Deutz hier, der hat hier echt einen Wendekreis hier wie so ein LKW. Jetzt fahren wir das kleine Stück da vorne nochmal ab. So. So, jetzt kommt hier endlich was rein hier. Und ihr seht, das ist schon recht viel, ne? Das andere Feld werden wir dann komplett das zu Heu verarbeiten. So, jetzt fahren wir hier drüber. Boah, schon 12.000 Liter. Das ist schon mal... Schon mal recht viel. Ja,
weiß jetzt auch nicht, wie viel so ein paar Kühe da benötigen. Haben ja lediglich 6 Stück erstmal. Wenn wir dann alle Produktionsstätten da am Laufen haben, dann werden wir auf jeden Fall dann auch noch ein paar mehr haben, ne? Ah, da fehlt uns noch ein fahrbares Silage-Silo, wo wir dann auch Silage herstellen können. Und die eine oder andere Geschichte zum Ansehen brauchen wir natürlich auch noch. So, ich hoffe, ihr kriegt einen Drehwurm. Ich habe nämlich gerade einen. So. Da haben wir auch schon wieder Gras. Gras, 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 Gras. So. Jetzt fahren wir die Bahn noch ab und dann bringen wir das mal zum Kuhstall. Da besorge ich mir den anderen Mäher, glaube ich, noch. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Links und rechts ein bisschen mehr abernten. So, dann fahren wir das jetzt mal ab hier. Und umleuchte mal an. Und fahren mal zurück zu unserem Hof. Und werden ein bisschen Gras abliefern. Gucken, wie viel die dafür benötigen oder wie viel überhaupt da gebraucht wird. Ist natürlich immer echt ein ganz schönes Stück zu fahren hier. Man kann ja auch die, diese kleinen Passagen hier hochfahren. Das sieht auch immer sehr cool aus. So einen kleinen Schotterweg hier. So. Und selbst der Deutz quält sich hier, ne? Ich bin dann mal gespannt, wie das dann auch mit der Bearbeitung der Felder klappt und wenn wir dann auch mal einen Helfer einsetzen wollen, wie das funktioniert. So, jetzt können wir erstmal eine Runde Gras hier abliefern. Boah, wird das noch recht schnell voll hier. Macht dann leer. Jo, komplett leer. Gucken uns das mal an jetzt hier in der Übersicht. Jo, Gras haben wir auf jeden Fall 20.000 Liter. Wie gesagt, Mischrationen, Heu und Silage. Das brauchen wir auf jeden Fall auch noch. So, das haben wir jetzt auch soweit fertig. Und da hatte ich doch noch ein anderes Fahrzeug dort stehen, ne? Das heißt, wir könnten ja jetzt mit dem hier... Ah, warte mal. Den stellen wir mal kurz ab hier. Und holen mal kurz das andere Mähwerk noch. Das können wir auch noch mitnehmen. Ich hoffe, das kann ich vorne hier an dem Deutz anhängen. Ich meine, ich hätte nämlich noch so ein seitliches Mähwerk irgendwo hier rumstehen. Auf dem Hof, da ist es doch. Ist doch viel, viel breiter. Können wir viel größere Flächen mit, ja, können wir machen. Oh, das war eine Tonne. So. Fahren wir mal rückwärts. Oha. Wie gut, dass wir die Radgewichte hier dran haben. Weil das Ding können wir nämlich dann hinten dran machen. Ausrichten und dann haben wir nochmal eine größere Arbeitsbreite. So. Ich weiß, man transportiert das nicht so. So, kann das noch irgendwie ganz hochklappen? Nee. Okay. So, machen wir mal die Leuchte an hier. Jetzt fahren wir da zurück hier zu den Grasfeldern. Zack. Das Feld werden wir uns dann auch bald gönnen. Irgendwann mal, wenn wir mal ein bisschen Geld haben. Ich habe jetzt auch gar nicht die Preise mir hier angeguckt von den einzelnen Feldern. So, haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen hier.
einmal den Bergmann mitgenommen und dann auch das Mähwerk hier. So, ich schalte mal kurz um auf den Bergmann, dass wir den hier mal abstellen können. Na, natürlich das Falsche abgekoppelt, wie immer. So. So, hier haben wir das Kuhteil. So, das machen wir mal am besten hinten dran. Können wir noch ein bisschen seitlich ein bisschen mehr ernten. Oder mähen, je nachdem. Fupp, das kommt vorne dran. Klappen wir mal wieder auf. Fahren da drunter. Hängen das jetzt hier auch noch dran. Fupp. Klappen wir das mal auf. Das ist nämlich so seitlich, wie ihr seht. Da haben wir auf jeden Fall eine ordentliche Arbeitsbreite. Ist, da können wir nämlich hier dann schön, ich glaube, wir fahren da dann erstmal hier lang, senken das Ganze und schalten das jetzt mal ein hier. Müssen beide Geräte an sein. Jo, so, und jetzt können wir erstmal hier eine Runde ernten bzw. Gras mähen. Und da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen mit zu tun. Können wir auch ein bisschen genauer abfahren, ne? Seht ihr schon. Macht viel mehr Sinn. Und so. Ja. Das geht auf jeden Fall viel, viel fixer als mit dem einzelnen Mähwerk. Drehen wir mal hier nochmal bei. Ja, ich weiß, ich habe keinen Zugang zu dem Land. Du wiederholst dich hier. So. Ja, da werde ich mal weiter hier Gras mähen. Und ja, Leute, ich würde sagen, ja, das war es jetzt mal wieder mit einer Folge hier von dem Südpfalz-Projekt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ja, ich sag mal, bis dahin. Tschö, tschö. Ciao, ciao. Bye, bye. Euer Homer.